Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zurück zum Subsistence. Hallo. Hallo. Grüß Gott, hallo, guten Morgen. Das habe ich schon gedacht, jetzt pennt er gleich bei der Ansage ein, du. Vorher so. Ey, wer hat meinen Generator ausgemacht? Den brauchst du nicht, solange du die Masse sparst. Umspare. Weil dann, die Energie... Die Energie lädt sich ja auch bis 1000 auf. Du bist so dumpf, Luca. Mensch. Wäre ich mir jetzt wieder über den Kopf gesprungen? Ich hab mich korrigiert. So. Melle, ist das Angeln da erfolgreich? Vielleicht sollst du auch mal auf den Pier hoch, wie ich immer. Haut mich jetzt hier. Oh, das ist ein witziges Geräusch. Mach das nicht, das klingt, als würdest du mich auspeitschen. Davon träumt er nachts. Ja, schon ein bisschen. Halt, Melle, halt, halt. Dann angel du. Ich brauch dringend Mampf. Achso, hier, warte, Mampf, da. Iss. Danke. Kurz vorm Sterben gewesen. Gut. So, hast du überlebt. So. Dann los. Ich stehe mal an der Kante, dann kannst du auch von da oben aus dem Wasser ziehen. Muss dann aber kurz in die Knie, dann. Ja, wenn ich wieder da hinten angekommen bin. Jetzt wieder besser. Mist, ich hab mein Zeug abgelegt. Wir brauchen ja noch mehr Beete, richtig? Richtig. Machen wir das hier nochmal. Bretter, Tauwerk. Jetzt schnapp doch endlich zu. Ich terrorisiere die Fische hier unten, dann kommen sie vielleicht. Kommen Sie rein, könnt ihr rausschauen. Runde, neue Runde, neue Runde. Ist euch schon mal aufgefallen, dass diese Jahrmarkt-Leute alle gleich klingen? Ja, das macht das Mikrofon, was die haben und diese ganzen Filter drauf wahrscheinlich. Und durch den ganzen Hall. Also ein Stimmverzerrer oder so, ne? Ja. Also die klingen wirklich austauschbar. Okay. Ja, ob du jetzt am Riesenrad stehst oder ob du jetzt mit einer roten Wurst im Shaker gerade eben die rote Wurst rückwärts gegessen hast. Klingen alle gleich. Das ist wohl wahr, ja. Machen. Man hört die Mutti bei dir husten. Ja, das ist normal. Das kann ich nicht vom Filter her runterschalten. Das geht nicht. Nee, das. Du könntest einen Schwellwert einbauen. Also wir waren ja auch vor kurzem erst krank, da mit dem Husten kämpft man jetzt noch ein bisschen. Nee, aber du kannst ja mal diesen, wie heißt denn? Diese Mindestschwellwert aktivieren. Zero Gate. Gut, das habe ich ja schon lange drin. Aber das kann ich ja nicht so weit runterdrosseln, dann geht meine Stimme auch irgendwann nicht mehr durch. Ah, die muss man eh nicht hören. Ja. Dankeschön. Danke fürs Gespräch. Ah! Immer wieder gern. Ich sag doch, da ist ein Wolf. Nein, nein, da ist ein Jäger. Achso. Auf zu schießen. Der Sau. Jetzt mache ich U-Boot in Richtung. Okay, da hocken jetzt auch welche. Interessant. Kann man die irgendwie markieren auf der Karte?
Nein. Nein, nein. Nein. Ich glaube, man konnte das mal für eine Zeit lang mit dem Funkgerät, wenn du es gefunden hast, konntest du, glaube ich, Okay, eine also Zeit lang wir haben markieren. vor der Haustür einen Bär und einen Wolf. Okay. Jetzt wird's kritisch. Die Karte ist eigentlich voll beschissen, ne? Welche Karte? Die Die Karte. Karte. Ach, Karte. Kann man drunter gucken. Hör auf zu laufen. Was war denn das denn? Sich nur noch einmal treffen. So viel, dass ich keinem Jäger in die Hände laufe. Ah, eigentlich hatte ich gehofft, ich finde ein paar Beeren oder so. Also Du, vor Heidelbeeren. unserer Haustür ist ein. Ich wollte gerade sagen, unsere Haustür ist ein Braunbär. Ja, und weiter rechts am Wasserfall sind auch drei Beeren. Brown Bear. Alles Schrott. Ah, eine Munitionskiste. Ist eigentlich ein Zeitlimit, wann man sich waschen muss? Wie war Nein. das nochmal? Also doch, es gibt ein Zeitlimit, aber den siehst du nicht. Gut zu wissen, dann wasche ich mich jetzt. Aber wenn du darüber gehst, dann hast du ein Problem. Dann bin ich wahrscheinlich infiziert, oder? Yep. Eins liegt noch drin. Da geht gerade jemand zur Base. Bin ich. Ein Jäger. Im Spiel entwickelst du irgendwie doch Paranoia, ne? Ja? So, ja. Kleines bisschen, ja. Ich dachte, So, dass weil du das. immer auf, weil du immer so nach rechts und links und hinten und vorne guckst, so ist da niemand, ist da nichts, weißt du? Gibt man hier irgendwann mal Sonnenbrand? Nö. Weil ich bin ordentlich gebräunt. Vielleicht bist du einfach nur dreckig. Ich schwimme den halben Tag im Wasser rum, Mama. Ah. Aber ohne Seife bleibt man dreckig. Schmutzwasser. Ist aber blöd. Es war doch gerade da gar kein Viech und jetzt ist doch ein Viech. Da Okay. schwimmt jemand. Bin ich Ein nicht. Wildschwein. Dich will ich nicht. Ein Wildschwein? Ja. Cool. Ich schwimme gerade drumherum. Aber die. Wo gehst du hin? Ich mache ein Beet. Aber die Kleintierfallen, die habt ihr schon noch im Blick, oder? Die Kommt eine ist gerade bestückt, nicht die hin. andere nicht. Und man kommt doch gerade nicht hin wegen dem Wolf. Mal abgesehen davon. Bin da gerade vorbeigelaufen, da war kein Wolf. Der ist aber gerade gerannt. Ich habe ihn doch gesehen. Ja. Jetzt da auch kein. Das ist ja geil. Was denn? Zwei Jägerbasen direkt fast nebeneinander. Sag ich Cool. doch. Ja, drüben ist die dritte. Okay, warte mal. Ah, da ist der Wolf, den du meinst, Mille. Wo der Haustür eigentlich? Schlawenzelt der immer rum. Ja, ich sehe ihn. Arg viel Leben hat er nicht. Level 1. Ich Was ist denn deine Mission? habe keine Pfeile mehr. Das Wildschwein geht immer dahin, wo ich hin will. Nee. Grundsätzlich. Müssen wir es wegmachen? Wobei die rennen die nicht weg. Wie war das? Keine Ahnung, ich habe nur eine Axt. Ich kann Ich nicht höre ihn. beschützen. Eigentlich wollte ich nur Holz, weil da drüben bei uns kriege ich es ja nicht, weil immer ständig irgendwas im Weg rumläuft. Ich kümmere mich um den Wolf.
Ob das grünes Vieh. Ja. Und so, wo es gerade eben schon war. Ach, da ist ein Bär. Jetzt komme ich da wieder nicht ran, wenn der Bär kommt. Geh weg. Gott. Doch wieder heim. Ich hab doch Hunger. Ich wieder heim. Hey, Bär! Wohin kann ich sprinten? Ganz schlecht. Tot. Ich hab aber doch gesagt, bei mir auf meiner Seite, da ist ein Bär. Ganz schlechte Kombi. Der hört nicht auch sprinten nicht können. Ich würde sagen, tot. Der kann nicht zuhören. Jetzt gleich wieder. Er ist gern. Ich bin zu Hause. Da steht der Nächste. Ich springe wieder von irgendeinem Fels runter, bin tot. Viel Holz habe ich hier. Mutirobo. Quick, komm mit. Sehr schön. Smelle, dein Wolf hier vor der Tür ist tot. Perfekt. Dankeschön. Dankeschön. Sehr gerne, jederzeit. Du weißt das doch. Bist der Schätzele. Ja, Küsschen, Küsschen. Ach du kleine Schlammwüst, du. Mach mich nicht dafür fertig, dass ich die Aufgaben von dir übernehme. Ich habe meine Aufgaben. Ich habe keine Aufgaben. Ich habe nur meine. Aber ich finde immer jemand, der vor der Haustür aufräumt. Immer. Das ist richtig. Das ist einfach Belles Charme. Da brauche ich gar nicht viel tun. Na, ich bin's nicht. War da nicht der da, der da irgendwas macht. Der ist besser geworden. Ja. Ja, deine Folgen heißen ja Tauchen unter der Ecke stehen. Nee, so viel stehe ich nicht in der Ecke. Der Großteil hocke ich. Hockey in der Base. Okay. Ja. Hack ich Holz oder bin tauchen. Mhm. Weil irgendwie zu mehr habe ich nicht. Irgendwie, keine Ahnung, ich werde für nichts anderes eingeteilt. Ja, weil das das Wichtigste ist. Ja, du teilst dich selber ein. Nee, hilft mir. Dann teile ich mich jetzt selber ein, dass ich, weiß nicht, wie ich mich einteilen soll. Holz sammeln. Fasern einsammeln. Ich lasse mich nicht beeinflussen. Du willst morgen noch Mittagessen, mein Freund. Oh, jetzt kommt's. Ich ruf schon mal Oma an. Ja, die ist im Urlaub, tut mir leid. Da fährst du mal 10 Stunden, geschwind mal. Du stehst nicht im, also wenn du im Stau stehst, dann brauchst du länger. Luca, brauchst du noch länger an der Kiste? Nee, eigentlich nicht. Immer okay. Schön weggucken. Ich muss irgendwas essen. Dann fallen wir gleich um. Ja. Solange der nicht ausläuft, wenn du umkippst. Finde ich so gut. Jetzt was war. Mel, ich hab nochmal die Maden in die Essenskiste, ne? Ja. Okay. So, jetzt probier ich es nochmal beim Angeln. So, einen Seil noch und dann kann ich mir einen Pulli machen. Echt? Schön. Oder ist eine Bundeswehrtruhe? Dann mach sie auch. Nee, dann mach dir doch. Eine Dietrich-Truhe. Ach so. Aber hier ist ein normaler Chest. Meins. 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 Der hoppelt wieder was weg von mir. Tschüss. Ist es? Ist es? Ah, ich sehe dich. Hallo. Komm mir nicht zu nah. Warum soll ich dir nicht zu nahe kommen? Oder ist ein Bär? Genau deshalb. Viel Spaß dir dann, ne? Oh, du hast jetzt nämlich genau
auf die Truhe gelockt. Ja. Dann musst du ihn weglocken. Definitiv. Aber das ging früher nicht. Du musstest echt im Wasser stehen. Zum Angeln? Ja. Ja, das brauchst du jetzt nicht, scheinbar. Hast du gerade Pfeile? Ja, warte. Das war der Männer daneben. Ja. Ich mach das dann schon. Oh nee. Okay. Sind 105 HP viel? Mehr als ich. Ich würde aufpassen. Wenn die mit 80 kommen, dann kannst du es versuchen. Dann brauchen die trotzdem 4 oder 5 Schuss. Deswegen mit 105 würde ich es nicht versuchen. Level 3. Oh, ich habe Mineralwasser gefunden und ich habe Tomatensamen. Das ist gut. Komm schon. Jetzt mach. Der Nachbar vom Nachbar expandiert jetzt auch schon. Nachbar vom Nachbar. Wo ist denn der andere? Ja, direkt neben Nachbar. Deshalb ist er der Nachbar vom Nachbar. Er wo direkt daneben? Ja. Aufwärts. Richtung Wasserfall. Aufwärts. Richtung Wasserfall? Ja. Ich sehe den, der im Fluss baut. Und der andere? Aufwärts. Aufwärts. Richtung Wasserfall. Ja, in der Mitte von diesem Fluss. Insel. Ja, das scheinen aber auch schon mehrere zu sein. Ach, da unten. Ja. Ja, klar, okay. Ich kannte bisher immer nur den im Fluss. Sag ich nee, doch auf, was. Der da unten ist sogar als erster da gewesen. Okay. Habe ich das verwechselt? Das macht nichts. Warte mal, das passiert mir manchmal. Direktgefängnis. Alles gut. Ah, okay. Das ist wieder ein Hase. Ja, das wird die große Base. Okay. Perfekt. Oh. Wer hat Fleisch draufgelegt? Ich hab mein... Aber diesmal esse ich das verbrannt. Das ist auch dreckig hier. Ich hab meins gegessen. Ich war's. Okay. Zu schade um das Fleisch. Ich esse es jetzt. Dann verreck ich hier. Ne, jetzt warte ich mal auf dem Herd liegen zwei Stücke. Die sind gleich durch. Au. Das sind gute Stücke. Ja, da habe ich nicht mehr dran gedacht. Genau, deswegen liegt es einfach in die Truhe und ich brate es an, weil ich kann stehen. Ich wollte es selber essen, tatsächlich. Ich esse es nicht alles, was ich brate. Ich schwöre. Selber am Verhungern. Komischerweise esse ich immer das, was übrig bleibt. Ja, ich versuche noch genug mitzubringen, ja. Aber eigentlich so. Bei mir ist Obst und Gemüse grundsätzlich mehr als Eiweiß, weil wenn ich mal tauchen gehe, um von der einen auf die andere Seite zu gehen, dann, wo ist das Fleisch? Dann. In der Truhe? Gut. Mineralwasser lege ich mal dazu. Brauchst du Tomatensamen gerade? Ja, ich brauche immer Samen. Dann hier. Wieso wolltest du die auch essen? Die habe ich auch gerade nochmal gehabt. Einmal für den jetzt verbrauchen. Auf die andere Seite. Sprungturm. Sprungturm. Was wird denn den? Bären, seid nett zu mir, ich bin nett zu euch. Echt? Ich hab gerade gesagt, ich bin nett zu dir. Aber renn, Hase, ja. Renn mit mir. De. Okay, Kartoffelsamen reingeleckt.
Baby. Was? Geleckt. Sind sie richtig rein. Das Eisenerz können wir noch nicht verarbeiten, oder? Nein, dafür brauchen wir die Raffinerie. Okay. Stimmt, das wollte ich herstellen. Habe ich keine Pfeile mehr. Doch einen. Dann teile ich mich jetzt selber der Raffinerie zu. Viel Spaß. Warum? Nur so. Vielleicht lasse ich sie doch lieber Mama machen. Mama macht keine Raffinerie, die hat die Küche. Ich habe genug zu tun mit Beete und Küche. Und Holz holen, weil wenn die Feuer ausgehen, ist blöd. Ja. Ja, du machst später auf jeden Fall die Raffinerie. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal die Werkbank dafür, weil ich weiß jetzt gerade nicht, was da für Zeug gebraucht wird. Erstmal die kleinen Dinge. Ich habe keine Werkbank für. Weil die Werkbank kriegt mir doch danach eher. Was? Was? Die Werkbank nach noch Raffinerie? Nee, die kriegt man am Ende vor. Schon, aber wir brauchen doch keine Werkbank für die Raffinerie. Wieso? Brauchen bestimmt die Werkbank für Teile für die Raffinerie. Oder? Mhm. Hat nicht vorher jemand geschrien, hat ein Beet gemacht oder sowas? Ja. Nee, ich kümmere mich drum. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was die Raffinerie für Teile braucht, deswegen, aber ich. Ich guck mal. Glaub, aber eine Werkbank braucht man. Bei mir schlawenzelt aber ein Bär rum. Glaube ich, gesehen zu haben. Ja. Ach, die Sonne geht gerade unter. Mach dich langsam auf den Heimweg. Okay. Ich muss aber noch dieses eine Hühnchen töten. Ja, Level 3 Bär schlawenzelt darum. Die Zwiebeln in der Truhe könnt ihr essen. Okay. Kann man die auch als Köder nehmen? Nein. Wer es probiert? Naja, nee, da steht auch bei den Kleintierfallen dran. Zwiebeln nimmt er nicht. Scheiße. Da ist so eine Liste, dass er alles an Früchte nimmt. Aber pure Zwiebeln essen. Das stelle ich mir auch nicht so gut vor. Das muss ich tun. Mit Schale. Ist ein Apfel. Ach komm. Stell dir vor, das wäre ein Apfel. Eine kantierte Zwiebel am Weihnachtsmarkt. Eine kantierte Zwiebel. Ja, mit dem roten Zuckerguss. Wäre doch was. Alter, die Hasen rennen mal gleich so weit weg, wenn die... Ja, die sind brutal. Da. Kann der Bär jetzt mal wieder weggehen? Level 3 mit 230. Nee, muss nicht sein. Der Has rennt auch noch zu dem. Dann bleibt der Backe, Backe. Nur jetzt aber. Ja. Jetzt bist du bei Hühnchen. Ich bin gleich daheim. Der Bär hat irgendjemand gesehen. Ja. Nicht wahrscheinlich. Nein, der hat mich. Ich stehe nämlich hinten. Oh, die hat einen Fisch. Mutti. Oh, das habe ich falsch müsste. War was Kleines, ne? Mhm. Ein Mist. Ah, dann haben wir wieder Öl. Jupp. Yep. Das sammelt sich jetzt. Zeug und Wasser. Und Besen. Tippe jetzt weg. Ja, zum Teil. Na, das ist gefährlich. Schatzi, was treibst du gerade? Bin gerade zu Hause.
bestimmt irgendwie Holz holen. Okay. Also wenn man vielleicht am nächsten Tag einmal schön alle einmal Holz holen, dass wir wieder Weile. Okay, Weile was haben. Ja. Also das heißt eine Weile was haben, aber dann könnte ich weiterbauen und unsere Feueröfen. Okay. Feueröfen. Öfen feuern. Oh, Bär. Ich bin gleich auf dem gegenüberliegenden Ufer und schwimme dann rüber. Ja. Ei, jetzt weiß ich, warum du so abgebogen bist. Gut, ne? Ja, was sagen? Da ist ein Reh. Ah, okay. Ah, oh, ich hab Durst. Ich hab Durst. Durst. Ja gut, du kannst die Raffinerie bauen, Luca. Kein Problem. Sag ich doch. Ich dachte, die wäre größer oder irgendwie fortgeschrittener. Nee, aber das ist Bär. Tatsächlich mit dem bisschen Material, und er hat. Ich habe hier 3 Wasserflaschen rein, Mutti. Ist gut. Weiß nicht genau welches Material, weil ich kann ja nicht mal eine BKI. Ja, mit 10 Bretter, 12 Elektroteile. Was, wie viel Metall? 12. Happy? 10 Bretter. 10 Bretter muss ich holen. 12 Teile. Gut. Kann ich bauen. Außer ein Engel mir zugeflüstert. Jetzt habe ich 100 bei der Masse, Schatzi. Jetzt kann ich das Kuchenfleisch da reinhauen. Ja, ja, jetzt kannst du auf 200 hochziehen. 100 auf der Masse? Ich hätte höchstens für 90 geschätzt. Bleiben. Solche Vorlagen. Naja. Nee, warte. Ja. Das Ding ist so. Kann ich da auch noch andere Sachen reinwerfen? Weil 200 reicht mir das nicht. Ja, du kannst auch Holz reinwerfen, alles Mögliche. Alles, was abbaubar ist, oder? Ja, so gut, ja, wie alles. Kein Holz, deswegen kann ich da kein Holz reinwerfen. Alles, was abbaubar ist. Und den Generator kann ich jetzt auch laufen lassen, oder nicht? Ja, den Generator auch laufen lassen, genau. Sandstein haben wir, wie gesagt, viel. Das könnte ich auch wieder zusammenfarben. Ja, da kannst du Sandstein mal reinschmeißen, das brauchen wir nicht dringend. Schmeiße ich das mal kurz rein. So. Oh, das hat. Oh, das gibt gut, das gibt gut. Wo ist denn der Bär? Da ist der Bär. Ja, mit dem spiele ich gerade. Du hast aber Pfeile, ich habe halt nur Munition, ne? Wer Pfeile kann ich hier auch bauen. Bogen und Pfeile und dann. Abmarsch. Musst du halt hin und wieder mal Hühnchen erlegen, damit du genau Pfeile bauen kannst. Ich hab eine Leber. Entwarnung. Tu die bitte in den rein. Kann ich nochmal eins herstellen? Okay. Ah, nee, doch nicht. Ich hab zu wenig Gras. Also soll ich sie futtern? Ja, außer der Luca findet nachher ganz viel Gras. Hä, zu wenig Gras? Ich hab's doch davor ordentlich was reingelegt. 14 Gras hast du hier. 14 Seegras hast du. Welche Kiste hat das reingelegt? Hier rechts vor der Kiste. Weil mal landet es da, mal landet es da. Ich muss mal suchen. Ach da. Ja, dann kannst du die Leber da. So, so, so. Nee, doch, hier. 1, 2, 3. Gut, dass ich immer die Kleinen gleich als Fischfutter hingelegt habe. Also, die Kleinen immer gleich als Öl gemacht habe. Okay. Vorausplan. So, dann sind wir wieder am Ende angekommen für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Winke, winke.
Ja, aber da war du.